Servus und herzlich willkommen zu der nächsten Aufnahme. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich glaube einfach nur, damit ich eine Rückblende habe. Damit ich, wenn ich Langeweile habe und Rentner bin, mir das alles irgendwann mal anschauen kann. Training bleibt wie gesagt gewohnt aus. Theoretisch, also ich habe ja im letzten Part erwähnt, ich will eigentlich pro Rennen eine Aufnahme. Apropos, jetzt sind wir in Schottland, ne? Knockhill, finde ich gar nicht mal verkehrt. Zurück zum Thema. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich ein Rennen pro Aufnahme machen. Da eigentlich das ja insgesamt. Nee, doch. Ich wollte eigentlich theoretisch zwei Rennen machen. Aber das ist überflüssig, das ist egal. Nee, machen wir das nicht. Eine halbe Stunde, ein Part ist eigentlich ganz okay. Wenn du das sagst. Oh! Nein, das finde ich nicht schön, das ist ekelhaft. Das sah ungesund aus. Uiuiui. Und es regnet. Haben wir überhaupt die richtigen Reifen? Allwetterreifen. Okay. Haben wir die generell? Sind es unsere Rennreifen? So Straßenreifen? Ich weiß es gar nicht. Ui, 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 das ist ein. Also ich kenne die Strecken noch gar nicht, ne? Also will ich auch noch mal erwähnt haben. Na komm vorbei, wenn du Lust und Laune hast. Geht vorbei. Du auch, Kollege. Was ist denn das denn für eine Strecke? Wow, Kollege! Wie einigen wir uns? Du fährst? Gut. Ah, die Schikane muss ich erst noch wirklich richtig im Kopf haben. Ich weiß nicht, kann ich das so vergleichen mit der Korkenzieherkurve aus Laguna Seca? Bloß irgendwie anstatt dass es runter geht, geht es hoch und es ist halt eine Schikane? Weiß es nicht. Fahren wir mal. Jetzt eine ordentliche Runde. Boah. Okay, die rechte Kurve gehört im zweiten Gang zugeschissen. Zugeschickt. Nicht zugeschissen. Ja.
War jetzt nicht gerade eine Glanzleistung. Gefährlich. Ich habe Angst vor der Kurve oder Schikane. Okay, ich muss da außen ansetzen, um perfekt innen durchzukommen. Meine Reifen sind aber auch kalt, merke ich. Boah. Bringt es eigentlich was an der Spitzkehre, also an der letzten Kurve, den ersten Gang auszuwählen? Oh, ich bin tatsächlich nochmal schneller gewesen. Warum sind wir nur noch 11? Ist einer ausgefallen oder was? Boah. Boah, ist das. Das ist schwieriger, als es aussieht. Jetzt kein Scheiß. So, einen Versuch will ich hier nochmal machen. Scheint sich das Wetter ein bisschen gebessert zu haben. Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Oh. Und dafür bin ich immer komplett raus. Aber die Reifen sind noch kalt wie sonst was. Das Einzige, was hier wirklich ausgelastet wird, ist das linke Vorderreifen. Oh, jetzt habe ich ihn aufgehalten. Willst du nicht vorbei? Hä? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Okay, nochmal. P8, Lap 7, okay. Und einmal im Matsch. Schon das Auto dreckig mache. Da kommt auch schon wieder was. Und ich müsste sowieso in die Box setzen, weil nicht mehr viel Benzin im Tank ist. Wo seid ihr? Hier. Hier ganz vorne. Okay. Zurück zur Box. Ich starte vom 8. Was mit dir? Warum fährst denn du nicht? Hab ich irgendwas verpasst? Tom Fischkorn. Jawohl. Boxenstrategie. Für 17 Runden reicht es doch. Gut, dann auf zum Rennen. Unser Kollege ist mal nicht ganz vorne. Den überholen wir aber auch mal. Ui, 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 ui. Aber wir haben auch super Grip gerade. Ich glaube, das müssen wir nutzen, solange die Reifen noch warm sind. Ah.
Oh, damit sind wir schon Dritter. Und nur noch die zwei da vorne. Werden auch die Reifen schon kalt. Warum war es aber in der Quali so scheiße? Das frage ich mich. Ah. Oh. Tut mir leid, tut mir leid. Boah, boah, da, das hat mich gerade einfach rausgedrängt. Darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also, bevor ich hier schon in der Linkskurve bin, also von der Schikane, muss ich schon wieder rechts. Das ist brutal. Vielleicht kann ich das ja meine, Onboard zeigen. Ich versuche jetzt mal eine Runde Onboard zu fahren. Aber sehr schöne Innenausstattung. Gut, diesmal habe ich ein bisschen locker gelassen, aber ja, ist halt wirklich nicht so einfach. Ja, lass einfach los, genau. Ach, ich kann hier auch mit, oh, cool. Ich kann auch meinen Shifter benutzen, meine Gangschaltung.
weiß nicht, soll ich das mal benutzen? Soll ich das wirklich hier für die Rennen machen? Problem ist, mir rutscht jedes Mal mein Pedal da weg. Ich habe auch keine Ahnung warum. Mal ganz kurz was nachgucken. Moment. So. Vielleicht läuft es jetzt besser, aber ich glaube nicht. Hui. So, dann probieren wir mal aus. Seid ihr auch dafür? Ich bin auch dafür. Können echt verdammt lang sein hier auf der Strecke. Das habe ich gemeint. Man muss da schon rechts einlenken, bevor man in der linken Kurve ist. Wow. Da haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt sind wir im Zweikampf. Ja, man sollte auch mal auf die Bremse drücken. Okay, ich glaube, wir lassen das mal sein. Uppala! Entschuldigung! Entschuldigung! Ah, das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe. Das Heck bricht einfach so aus.
Kennt ihr das Gefühl? Na, danke schön. Kennt ihr das Gefühl, ihr kriegt Hunger? Das hab ich gerade. Hat der Regen nachgelassen? Ich meine jetzt wirklich? Scheinbar. Eine Pfütze. Also hier ist definitiv schon mal eine trockene Spur. Oh. Kleinen Stumperl geben. Ich habe Hunger. Hunger. Und ich glaube, ich setze mir jetzt vor, mein Essen mit Platz 1 zu verdienen. Oh Jesus, du kannst doch nicht einfach reinziehen. Ah, genau das Problem habe ich gemeint. Komm, 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 zieh zurück auf die Strecke, geh! Ich habe noch 3 Runden, 3. Also hier ist auf jeden Fall eine trockene Stelle. Ich hoffe, dass ich die hier permanent erwischen kann. Also es hat definitiv zu regnen aufgehört. Wir hängen uns dran, wir hängen uns dran. Komm, 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 komm. Ist doch jetzt dann die letzte Runde. Bin aber vorbei. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Komm, jetzt komme ich auch noch an dem vorbei. Jetzt bin ich aber auf der einigermaßen nassen Stelle noch. Die Strecke ist aber auch trocken geworden, definitiv. Aber es reicht nicht. Ui. Er hat sich durchsetzen können. Da kriegen wir auch noch Druck von der vierten Partei. Kommt aber nicht durch. Jetzt kämpft die vierte Partei mit denen da hinten. Wird das noch P2? Wenn man kämpft, geht die Zeit definitiv schneller vorbei. Und wir sind vorbei. Wir sind vorbei. Er kann nochmal kontern. Nein, kann er nicht. Er kommt da nicht vorbei. Das war's. P2. Ich bin aber eigentlich zufrieden. Also die Strecke kann echt gefährlich sein im Regen.
nochmal hier ein bisschen Regen aufmischen. Wir sind die Einzigen, die in der Box fahren. Ja, ich bin schon längst da. So. Dann sind wir damit auch fertig. Wo ist unser Teamkollege gelandet? Auf Platz 4. Ist doch gar nicht mal verkehrt, ist doch schön. Team Carsten. Einmal erster, einmal letzter. Kersten, Entschuldigung, nicht Carsten. Da steht zwar Carsten, aber ist Kersten. Mit Ä. Oh, scheint da alles gut gelaufen zu sein. Schnellste Runde bin ich gefahren. Ja. Damit sind wir auch schon wieder hier fertig. Und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Part.